mal wieder Mubi von uns. Sagst hallo Europa. Nee, der sein Bagger ist wichtiger wie alles andere. Dann gehen zum Bagger. Tak, tak. Wir waren ja heute. Ja, tak, tak. Heute ist ja Feiertag. Ihr seht ja, er rennt nur rum. Heute ist ja Feiertag und zwar waren wir ja schon im Tempel, habt ihr ja gesehen. Und ja, eine Muschel. Der Papa macht gerade Aufnahmen. So, und es ist so, dass. Ja, ihr wisst ja, wie das alles mit meinem Geld ist, dass ich kein Geld habe und hin und her. Und jetzt haben wir ein paar Leute Geld geschickt und wir haben uns entschieden, jetzt nach Bangsaré zu fahren und mal essen zu gehen. Also auch mit der Mutter, weil es ist natürlich auch so, dass die Mutter auch kein Geld hat und kein Geld kriegt. Die hat sich heute hübsch gemacht und da werden wir jetzt ein bisschen was essen. Ja, ist natürlich sehr schade. Ich muss natürlich auch ein bisschen sparen. Ich wollte mich auf so einen Stuhl setzen, 50 Watt. Aber da habe ich dann gesagt, ja gut, dann sitze ich auf dem Fußboden, da essen wir nur schnell und machen dann wieder los, machen ein paar Aufnahmen. Bangsaré ist so ein Geheimtipp von Europäern. Also heute ist ja windig, ihr seht es ja hier. Normalerweise ist es nicht so windig und sehr schön. Das Wasser ist sehr sauber und im Prinzip sind auch ganz selten Warangs hier. Außer die hier wohnen und dann hier hinten in den Bars halt sitzen. Wir waren schon mal hier vor ein paar Wochen mit den Abonnenten. Den hätte ich eigentlich gern vorher angerufen, aber ja, das war kurzfristig. Ja. Ich weiß nicht, ob es betroffen war. Sie hat wieder einen Schnuller rausgeholt und lässt sie winkeln. Ich muss jetzt gucken, wie. Ich hoffe, es ist nicht drauf. Nee, das ist YouTube. Sie versteht es einfach nicht. Sie freut sich immer, wenn die den Schnuller rausholt und er winkeln tut. Naja, also ich halte jetzt mal kurz auf die Außenansicht drauf. Ihr werdet es ja gleich sehen. Es ist sehr schön. Ich habe der Mutter das letzte Mal genau erklärt, dass ich die Videos nicht verwenden kann bei YouTube. Und sie muss es immer wieder machen. Das ist das Schlimme. So, ihr seht ja, hier sind die ganzen Sitzgelegenheiten. Ist noch keiner da. Und hier hinten ist Pattaya. Schön ran zu. Oder und hier ist jetzt der Hafen von Bangsaré. Bangsaré ist von Pattaya ungefähr 20-30 Kilometer weg. Also hier kann man runtergehen. Also normalerweise ist gerade Flut. Normalerweise bei Ebbe hat man hier schon 20 Meter Strand. Wir waren früher immer viel hier, wenn wir so Feiertage hatten, da waren wir mit allen Angestellten und haben dann gegessen und Stunden gesessen und getrunken und gemacht und geredet. Normalerweise sind ja auch hier, wenn es jetzt nicht so windig ist, die Boote mit den Bananen, Schiffchen hinten, wo man fahren kann. Und ansonsten ist es sehr schön. Wir werden heute nicht so lange hier bleiben, weil es ist ganz schön windig und kalt. Es ist nicht so, dass ich friere, aber es ist schon nah dran.
So, Otto wieder ein bisschen spielen hier. Ja, ich sehe heute manchmal traurig, dass meine Frau da in Bangkok arbeiten muss. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal. So, und dann könnte man ja auch mal was zusammen machen. Otto ist wieder voll am Spielen. Also, er ist bald wieder ausgeflippt unterwegs. Da waren wieder Bauarbeiter und Bagger. Normalerweise, wenn wir alleine sind, halten wir ja und gucken immer mal. Aber haben wir heute nicht gemacht. So, ich mache erstmal Cut und wenn er erst Essen da ist, werden wir nochmal drauf halten. Also, bis gleich. Na, spielt sie schön. Ja, ne? Sagst du Hallo? Du freust dich, ne? Ja, nochmal kurz auf den Tisch. Das Einzige, was ich wieder hier traurig finde, ist eigentlich der Müll, der hier rumliegt. Plastik. Papier, Plaster. Ja, aber soll's, ich will mich heute nicht aufregen. Ist so schon die ganze Situation traurig. Also lassen wir uns jetzt heute mal ein bisschen gut gehen. Na, Hauptsache Otto ist glücklich. Also, bis gleich. So, hier ist er nochmal. Ich bin jetzt die Straße ein Stück lang gegangen. Man sieht ja hier. Hier ist das Schild mit Bank Saray. Ich weiß jetzt nicht, er bemalt gerade hier. Ich schalte mal rum. Es ist natürlich jetzt um 11. Früher war hier ganz schön was los. Und man sieht ja hier in der Gaststätte. Zu trinken, Sachen. Früher war es so, dass man hier an für sich gar keinen Parkplatz gekriegt hat. Ich weiß jetzt nicht, warum. Es gibt drei Gründe. Entweder ist es zu früh, obwohl wir früher ja auch um 10 hingefahren sind. Jetzt ist es um 11. Oder weil es, ich finde, es ist ganz schön teuer geworden. Ich bin der Meinung, ich hätte früher bezahlt 250 Baht für einen Fisch, jetzt 380. Ist für europäische Verhältnisse immer noch sehr günstig, aber für Thai-Verhältnisse viel zu teuer. Denselben Fisch kriege ich in Pattaya für 150 bis 200 Baht. Ja, es ist halt so, dass manchmal, wenn doch einiges läuft, man die Preise erhöht, weil man ja immer wieder auf seinen Lohn kommen will. Ja, es ist natürlich sehr traurig, wie mit dem Stuhl. Ich wäre ja gleich gegangen, aber weil Otto und die Mutter bleiben wollen, dann bleiben wir eben halt noch hier. Ach, er spielt Gitarre hier. Klamotten. Sie macht gerade auf. Ja, Otto. Au. Ja, Maya, komm. Ich komme doch. Komm. Ich wollte nur mal die Straße ein bisschen hochgehen. Ja, was ist hier? Da sieht man die. Da, ungeschlagen. Also ich wäre jetzt, das ist eigentlich mein Zeitpunkt, wo ich gegangen wäre. Wo sie kein Geld von mir kriegt. Ja, jetzt haben wir bestellt. Oh, ich hasse das eigentlich. Ja, ich muss natürlich bei Auto aufpassen. Die Mutter fängt auch schon so an und die Oma auch.
Ja, wo war? Der Vati war nur ein bisschen gucken auf der Straße. Also, jetzt schlägst du mich. Ja, was ist denn hier los? So, hat er wieder vergessen zurückzumachen. Ja, also bis gleich. So, hier sind sie nochmal. Alles gut bei dir, ja, ne? Und zwar ist so, wir waren ja gerade in Bangsaré. Und ich habe es ja aufgenommen, aber nicht alles. Ich habe ja dann die Kamera aufgemacht, weil wir aufs Essen gewartet haben. Und die Frau hat immer wieder das Kind geschlagen und so mit dem Finger drauf gezeigt. Es war ein Riesentheater. Otto ist dann hin und ist zu den anderen Mädchen und dann hat das andere Mädchen Otto weggeschubbt und hat mit dieser Eiszange gleich zugeschlagen. Und da habe ich gesagt, stopp, aus, vorbei. Die Frau kriegt von mir null. Null Geld. Das heißt, wir haben so gemacht, wir sind gleich gegangen. Wir haben gar nicht groß. Ich habe zur Mutter gesagt, ins Auto rein, wir gehen. Das Essen war ja noch nicht da und zu trinken, das hat man ja auch noch nicht getrunken, ja. Und wir sind dann gleich gegangen. Das ist mir einfach zu viel. Nee, das war mir einfach zu viel. Zumal sich dann Otto noch geschlagen hat. Die Frau kam natürlich dann hinterhergerannt und sagt, ja, bezahlen, bezahlen. Ich habe gesagt, du kriegst von mir kein Geld. Wer so die Kinder schlägt und Otto noch schlägt, naja, der ist vorbei. Wir machen es jetzt so. Wir gehen jetzt in die Makro noch einkaufen, wollten wir ja eh machen. Und dann habe ich gesagt, da guck mal, was für Geld übrig bleibt. Und dann gehen wir heute Abend mit der einen Angestellten noch Barbecue. Was soll's. Deswegen, jetzt macht er erstmal Schluss jetzt hier. Ich muss mal gucken, wie das Movie zu Hause geworden ist. Ja, warte, ja, warte, ja. Macht das, wie das Movie geworden ist. Ich würde heute ganz grüßen, weil ich mich die Tage schon mal mit meiner kleinen Tochter drüber unterhalten habe, würde ich heute gern meine zwei Töchter grüßen und Ida und Kaya, Fettenknutsch gehen raus, dass es euch sau gut geht. Ansonsten würde ich noch grüßen, Tom und Simon sind auch meine Enkel. Und in dem Sinne würde ich sagen, Abo wäre nicht schlecht. Wenn er meine Movies guckt, wäre noch besser. Komm mir und sagen Tschüssi. In dem Sinne sagen wir, bleibt gesund, bleibt mir treu und kommt zusammen, werdet glücklich. Yeah. Bis die Tage, bye bye.